Moin und schön, dass ihr Zeit seid mit mir aus München. Ihr seht, ich freue mich schon wieder wie Bolle. 1000 Fragen, die sich mir stellen, weil ich wusste nicht, was hier jetzt abgeht. Also erstmal, wir sind beim Aldi. Döner. Für 2 Euro. Nee, gar nicht wahr. Für 3 Euro. Rind, 3 Euro auch Hähnchen. Okay, müssen wir beides testen. Sehr schön. Gut, dass ich heute noch zweimal Döner essen gehe in meinem anderen Laden. Ich dachte, das wäre so ein Fun-Ding, weil so wie ich es verstanden habe, sind die Zutaten alle von Aldi. Dachte ich zumindest. Das könnte das Ganze jetzt, also meine Denkweise, ein bisschen verändern. Weiß nicht, ob die einen Spieß bestellt haben aus der Fabrik und den Rest Aldi-Zutaten. Ich habe 1000 Fragezeichen. Ich halte erstmal auf jeden Fall mein Maul. Und wir werden uns anstellen hier an einer Riesenschlange. Das ist eine Riesenschlange hier. Moin Chef, grüß dich. Wir stellen uns hier an. Das geht da hinten noch um die Ecke. Seht ihr? Da vorne, bis da hinten geht die Schlange. Scheiße ist das. Ja, wir werden jetzt hier irgendwie eine Lösung finden. Alle Fragen werden sich gleich beantworten, das verspreche ich euch. Für mich sieht das beinahe so aus. Ein paar Döner-Experten engagiert aus dem Dönerladen um die Ecke. Sollen sich hier hinstellen im Aldi-Schwack und Döner verkaufen und wir sagen, das hier von Aldi. Und Salat und alles ist hier aus dem Laden geshoppt. So hätte ich beinahe gesagt. Ich weiß es aber nicht. Wir haben hier einen sehr charismatischen Truck, das kann ich festhalten. 3 Euro der Döner, der 3 Euro Aldi-Döner. Bio sogar. Bio-Rind und Bio-Hähnchendöner. Also das ist ja, das sieht mir aber fein gesteckt aus. Das ist ein Japrak-Döner, Leute. Das ist ein Japrak-Döner, ist das. Das ist so für mich jetzt, wie ich es begreife, einfach auch eine Werbekampagne. Das Ganze ist Bio, Aldi, auch eine Biomarke am Start. Das ist so eine Werbeschiene. Ich habe hier auch so eine Zettelchen mitbekommen. Also alles, was es da gibt, kann man hier mit den Zettelchen selber zubereiten. Blablabla. Das ist jetzt eine ganz wichtige Information. Das ganze Fleisch, die Salate, alles ist aus Produkten von Aldi zubereitet. Das Einzige, sie haben halt fürs Dönerspielstecken, dann haben sie an eine Produktion weitergegeben. Die haben aus den Aldi-Zutaten, Aldi-Fleisch, haben sie den Dönerspieß gesteckt. Für mich muss ich jetzt offiziell einfach sagen, das war die Aussage eben von der Ansprechpartnerin. Aber eine Sache macht mich stutzig, denn ein richtiger Dönerspieß, und da wird es wahrscheinlich jetzt haken, hat eine extra Fetteinlage. 15-30% im Schnitt, da werden dann Fettscheiben reingelegt oder auch Fett gewolft oder beides reingepackt. Sowas hat Aldi ja nicht im Sortiment. So, jetzt meine spontane Denkweise, deshalb werden sie da wahrscheinlich ein bisschen getrickst haben. Zumindest werden es keine Zutaten sein, die du bei Aldi normal kaufen kannst. Halten wir es mal so fest, vielleicht habe ich jetzt eine Denkweise gehabt. Ist auch egal, wir probieren den Döner, gucken wir mal jetzt, wie das hier aussieht. Und auch mit Aldi Brot und so tatsächlich. Uiuiui. Oh, hier schon mal ein Hähnchendöner. Können wir mal einmal schon mal drauf filmen. Okay, und das Brot ist auch von Aldi, oder? Mhm, okay. Puh, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus hier. Und alles Bio, ne? Alles Bio. Von wem seid ihr? Von welchem Kamerateam? BSP Medien. BSP Medien. Habt ihr eine Drehgenehmigung auch, oder? Ach so, okay. Gut, dann muss ich ja, sehr gut. So, also, hier haben wir jetzt mal. Auf der Hähnchen etwas größere Stücke als sonst. Seid ihr einfach engagiert? Seid ihr normalerweise Dönermänner im Dönerladen? Oder? Wir sind Dönermänner, wir machen nur Catering. Ach so. Ja. Wir machen bundesweit. Bundesweit. Also ich könnte euch auch buchen und. Und ihr habt das auch gesteckt, die Spieße? Habt ihr die selber gesteckt? Das haben wir produzieren lassen. Ach, produzieren lassen. Okay. Wir werden jetzt den Hähnchenspieß erst noch probieren und dann den Rindspieß. Die Wärmeboxen sind auch am Start hier. Mal gucken, ob ich es frisch kriege oder aus der Wärmebox. Und was für Soßen habt ihr, mein Lieber? Wir haben Kräuter und Knoblauchsoße. Dann nehmen wir einfach beides. Willst du ein bisschen scharf drauf? Ja, warum nicht? Ein bisschen. Ein bisschen mehr für den jungen Mann. Ja, ich muss heute noch mehr Döner essen. Das werden nicht meine letzten bleiben. Oha, ja, sehr gut. So, wir gehen bekanntermaßen zum Auto. Jetzt kicken wir mal rein. Also eins muss ich ja festhalten, Fleisch von der Quali. Also es kommt jetzt am Ende des Tages einfach nur auf den Stecker an. Wer hat es wie gesteckt? Das ist aus der Dönerfabrik. Ganz normal, es werden die Zusatzstoffe und alles verwendet sein, um diesen Döner zu produzieren. Normale Produktion arbeitet mit Phosphat, mit Stabilisatoren etc. und geht seinem normalen Prozess nach, wie er einen Döner produziert. Denn ohne Zusatzstoffe können die wenigsten Produktion produzieren. Können sie einfach nicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass es einfach ganz normal produziert ist, aber mit Biofleisch. Ich versuche mich jetzt mal reinzudenken, wenn ich nicht wüsste, dass ich jetzt bei Aldi bin. Ich esse einfach so, als wenn ich ihn irgendwie essen würde. Nicht perfekt gewähltes Brot, einfach ein bisschen dick und zu klobig. Eine recht salzige Soße. Boah, könnte bocken, Döner. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Soße sehr intensiv salzig einfach. Durch die Komplettkomposition vom Döner ist es noch tragbar. Dinge wie hier. Da merkt man, dass es Catering ist und kein richtiger Döner. Das siehst du nur,
bei irgendwelchen Eigenproduktionen. So eine dicken Gurken siehst du normal nicht. Habe ich mal in der Universität beim Döner gesehen, dass die das so gemacht haben. Biene, geh. Bitte. Biene, bitte, ey. Du machst mich hier kaputt. Wir gehen direkt zu Döner 2. Oh. Sagen. Ja, kann ich machen, kein Problem. Okay. Ich bräuchte trotzdem deine Rechte und einmal unterschreiben. Dann bitte einmal dem Mann mit Kamera das geben, der soll ich das einmal durchlesen und gucken, ob da irgendein Mist drin steht, ja? Hier steht Persönlichkeitsrecht, mitwirken, zu modifizieren, zu ergänzen, zu verändern, sowie im Video, Film, Fotoarchiv und Aldi Süd dauerhaft zu speichern. Für Aldi, ne? Bei Aldi, genau. Achso, nee, das können wir nicht machen. Gut, dass du geguckt hast, weil die können dann alles zusammenschnibbeln. So was kann man nur machen, wenn man das Material zur Überprüfung kriegt. Und das kriegt man meistens nicht. Also, jetzt verbrenne ich mich am Aua, Aua. Ich habe mich mal ein Auto angelehnt. Also zum Positiven einmal auch beim Döner. Du merkst, dass das kein 0815 Massenindustrie-Hähnchenfleisch ist. Das schmeckt anders, das schmeckt irgendwie geschmeidiger. Das Hähnchenfleisch ist richtig geil, muss ich sagen. Das Hähnchenfleisch ist richtig geil, aber im Großen und Ganzen, den Döner, so wie ich ihn eben gegessen habe, merkst du, dass das ein Döner ist, der nicht aus einem Dönerladen kommt, der das jeden Tag macht. Brot passt nicht, ist so wie es ist, ein Aldi-Dönerbrot, was einfach random rausgenommen wurde. Die Soßen sind nicht fein abgeschmeckt. Das ist ein typischer Döner, wenn du dir sagst, ich mache zu Hause einen Döner fertig und hole mir dafür Brot im Supermarkt. Und er ist trotzdem lecker so, ne? Aber du merkst diesen unprofessionellen Faktor, 100%. Aber das Fleisch, für mich, das Herz des Döners, ist auf jeden Fall sehr leckeres Fleisch. Fleisch ist Tobi. Also besser tatsächlich als bei den meisten Hähnchendönern, die normal im Laden ist. Merkst du sofort einen Schub drauf, einfach weil die Grundqualität besser ist. Ja, jetzt gehen wir an Rindsdöner oder wir gucken mal hier einfach. Ich komm gleich, mach hier noch eben kurz weiter. Wir haben Zeit, ne? Okay, Tobi, geil. Oh, also das ist immer noch, guck mal Leute, eine Riesenschlange, ey. Moin, mein Lieber, ich würde sogar den Rindsdöner noch nehmen. Ach, du kannst kein Deutsch, also kein Problem. Der erste Döner geschmeckt. Der hat geschmeckt, ja. Der hat geschmeckt. Also, was ich vor allem positiv hervorgehoben habe, ach, ich soll dich ja nicht aufnehmen, scheiße. Kann er ja durchgeben? Ich weiß gar nicht. Geh auf. So, ich kriege jetzt meinen Döner einfach auf die Hand. Oh, danke, mein Lieber. Da filme ich hier direkt mal schon mal einmal rauf. Danke dir, mein Lieber. Danke, danke. So, ich bin gleich wieder da. Jetzt werden wir den mal eben noch snacken. Schön heiß. Interessante Würzung, sehr stark gewürzt. Italienische Kräuter. Haben die schon Keule geschwungen? Moment. Die Gewürzkeule geschwungen, wollte ich sagen. Wundert mich, dass sie nicht einfach wie alle anderen die Gurken anders schneiden. Ultimativ kross haben die den gemacht. Nahtlos zu kross leider das Brot. Kann ich jetzt nicht ändern. Bruder, wenn ich dich mitesse, habe ich Aua am Mund. Warum interessiert dich überhaupt Döner? Ordentliche Schärfe. Ich tropfe mein Auto hier voll. Scheiß drauf. Die Röstung vom Brot ist so krass leider, dass sie den ganzen Fleischgeschmack schluckt. Bruder, ich hätte dich echt fast gegessen, Junge. Für die leichte Lammnote. Ich weiß nicht, ob sie da Lamm verwendet haben. Vielleicht trügt mich das Brot auch, dass das Brot so einnehmend ist. Lammfett würde das sein. War ein geiler Biss, aber Fett kam runter. Hier unten ist das Brot auch nicht mehr ganz so gerüstet. Dieser Lammcharakter, irgendwie gepusht, intensiv, aber nicht dieses eklige Stalllammig, sondern grünen Bereich. Ich snack auf, dann zur Bewertung. So, ohne viel Denken jetzt, ohne viel Denken. Einfach zu viele Fehler im Döner gehabt. Das Fleisch, wirklich, hast du bei beiden gemerkt, war schon, also habe ich sehr gefeiert. Muss ich erstaunlicherweise sagen, habe ich sehr gefeiert. Aber zu viel Fehler im Brot, in der Soße. Das Fleisch hat echt nochmal einiges rausgehauen. Also ich würde dem tatsächlich noch, dem Hähnchendöner, weil das Brot nicht ganz so verkohlt war, so ein 5-6 geben und dem anderen durch diesen Rinds-Push-Effekt bei dem einen Biss, der hat nochmal einiges rausgeholt. Noch eine 5-3, so, aber das ist auch, boah, wirklich schwierig zu bewerten, weil die halt mit dem Brot da schon, ja, einige Nachteile hatten. Kuss, Kuss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind am Ende. Lasst mir gerne den Daumen oben da, Kommentar und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die meisten, die meine Videos gucken, haben den Kanal nicht abonniert. Leider. Kuss, Kuss. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht euch einen wunderschönen Tag.